Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 4 Updates, einer neuen Karte und 9 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Minecrack, Uwe und Ewalli für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir mit den Updates und das erste Update heißt Ballenlager. Kommt von Tethys Saturn, Downloadgröße 1,24 MB, jetzt in der Version 1.0.2.6 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Lager lässt sich nicht mehr in anderen Gebäuden platzieren. Das zweite Update kommt für das Autoload Stock Trailer Pack von John Wayne 1930, Downloadgröße 28,16 MB, jetzt in der Version 1.0.5.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Konfigurationsoption für automatische und manuelle Spanngurte entfernt, da diese nun als Funktion im FSA Palette Autoloader Version 1.7.1 integriert ist. Diese Version ist aber auf dem ModHub noch nicht erreichbar, oder? Sollten Ballen nicht mehr als Ladetyp angezeigt werden, einfach den Anhänger in der Werkstatt mit Ballen laden ein, neu konfigurieren. Wenn die automatischen Spanngurte noch deaktiviert sind, können diese mit der FSA Palette Autoloader Version 1.7.1.0 definierten Tastenbelegung aktiviert werden. Konfigurationsoption für Ballenladeunterstützung an, aus hinzugefügt. Die Ladeträgerbreite von DD24073 2XXL, DPW 1800 und PWO 24 erhöht, sollte jetzt ähnlich der Ladefläche sein. Ladetrigger am Heck des Profiliner hinzugefügt. Hecktüre sollte geöffnet werden, am besten mit LKW-Terminal und Gabelstapler verwenden. Das nächste Update kommt für den Querneland X-Track T4. Dieser kommt von Giants Software, Downloadgröße 48,31 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, punktuelle Unkrautbekämpfung, Funktionalität hinzugefügt, Spot Spraying. Und das letzte Update für heute ist für den Querneland iXter B18. Der kommt ebenfalls von Giants Software, Downloadgröße 31,11 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, punktuelle Unkrautbekämpfungsfunktionalität hinzugefügt, Spot Spraying. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar ist das eine Karte und heißt Nova Estancia, kommt von Nymog Mod. Downloadgröße 158,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, neue Resortkarte, auf der du dein Hauptquartier so bauen kannst, wie du willst und wo du willst. Die Karte kommt mit 4 Verkaufsstellen für Körner. 5 Fabriken sind bereits auf der Karte installiert. Biogas, Verkauf von Ballen, Holzhandel, Tierhandlung, Restaurant, Supermarkt und Pizzeria. Das ist die Karte, wenn wir vom Südosten aus auf die Karte gucken. Wir sehen, es ist ziemlich hügelig. Wir machen einen kurzen Überflug. Wir können sehen, dass hier die Bodentextur sehr rötlich ist, was darauf schließen lässt, dass diese Karte in Südamerika spielen soll. Daher auch der Name Nova Estancia. Wir sehen gleich unter uns eine Fläche, die bebaut werden kann. Das könnte also eine mögliche Hoffläche sein. Dann haben wir hier einen kleinen Tümpel, einen See. Wir haben einiges an Forstflächen, die hier erbaut sind. Ansonsten ist das Land leer. Das heißt, hier muss ähnlich wie bei der Niemandslandkarte hier im Prinzip das Ganze selbst erbaut werden. Also wir sehen tatsächlich, dass es ziemlich hügelig ist. Dann gibt es hier eine Mischwald-Konfiguration, also mit Laub und den Nadelbäumen. In der Mitte haben wir einen großen See. Hier unten ist wieder eine Hochfläche, die bebaut werden kann, plus ein Ackerfeld, was hier
schon vorgefertigt ist. Das ist das einzige fortgefertigte Ackerland, was hier besteht. Dann kommen wir zu dem, sagen wir mal, Ortsteil, der hier aufgebaut worden ist. Meines Erachtens nach ist diese sehr europäisch gebaut. Also wenn ich diese europäische Kirche hier sehe und dann auch dieses Gebäude hier heißt Sonnenblick, mutet mir sehr alpin an irgendwo. Dann haben wir hier einen Mischmasch von verschiedenen Gebäuden, ein ziemlich mondänes oder modernes Städtchen mit verschiedenen Verkaufsstellen. Das sind zum größten Teil sind das Standardverkaufsstellen oder Produktionsstätte. Ja, das ist auch immer noch dieser Hauptteil. Da gibt es eine große Siloanlage. Welcher lediglich als Verkaufspunkt dient. Ja, das ist der kleine und ganz kurze Rundflug durch dieses Gebiet hier. Hier unten haben wir das Sägewerk. Hier unten haben wir dann die Biogasanlage. Hier unten haben wir den Viehhändler. Und dann sind wir schon wieder zurück in diesem Städtchen. Wo wir hier auch den Händler finden. Das ist der Blick auf die Karte von oben. Das ist also, wo wir gerade sind. Hier ist der Händler. Das ist dieser Stadt- und Ortsteil. Dann haben wir hier einen Fluss, der durchführt. Dann haben wir den großen See hier. Wir haben hier verschiedene andere Wasserquellen. Dann haben wir hier eine, zwei, drei mögliche Hofflächen plus eben das erwähnte Feld, was da schon angebaut ist. Wir schauen uns kurz an, welche Produktionen verbaut sind. Und wir finden hier die Müslifabrik. Dann haben wir die Spinnerei. Dann haben wir die Bäckerei, die Ölmühle, die Molkerei und die Biogasanlage. Des Weiteren haben wir hier natürlich noch das Sägewerk. Dann gibt es als Ladestation gibt es tatsächlich hier eine Kalkstation und hier eine Tankstelle. Des Weiteren haben wir hier die Verkaufsstellen und da gibt es hier zum Beispiel den Jonas Farbers Market. Dann haben wir die Pizzeria, den Supermarkt, das Restaurant. Wir haben das Einkaufszentrum, den Viehhandel, den Getreidespeicher, dann haben wir Feed and Grain South und den Gesteinbrecher. Der Aussaatkalender ist der Standard-Aussaatkalender, da hat sich nichts geändert. Der Verkaufskatalog zeigt uns, dass wir die Standardfrüchte alle verkaufen können. Dann bei den tierischen Produkten, da haben wir also die Eier, die können auch verkauft werden, Wolle und Milch natürlich auch. Dann haben wir die Hackschnitzel, können auch verkauft werden, Holz kann natürlich verkauft werden, am Sägewerk, Silage auch. Dann haben wir Gras, Heu und Stroh, kann alles verkauft werden beim Viehhandel. Dann kommen wir zum Mehl, also zu den Produktionen. Das kann verkauft werden natürlich. Dann kommen wir zu den Bäckereiprodukten, das ist Brot, Kuchen, welches beide verkauft werden können. Dann kommen wir zu der Molkerei, da kann die Butter und der Käse kann verkauft werden. Dann kommen wir zu der Spinnerei und wir sehen, dass wir den Stoff nicht verkaufen können, jedoch die Kleidung dann auch schon wieder. Wir haben gesehen, es ist eine Spinnerei eingebaut auf der Karte. Und warum kann denn der Stoff nicht verkauft werden? Dann kann der Zucker verkauft werden, Honig, Müsli kann auch verkauft werden. Dann können die drei Ölsorten verkauft werden. Dann können auch die Trauben verarbeitet werden und deren Produkte kann verkauft werden, Rosinen und Traubensaft. Dann die Gewächshäuser, die können verkaufen, Salat, Tomaten und Erdbeeren. Schokolade kann nicht verkauft werden und Bretter auch nicht. Das Sägewerk ist aber eingebaut. Möbel können dann wieder verkauft werden. Dann Mist und Gülle kann auch verkauft werden und Kalk kann nicht verkauft, aber gekauft werden. Das haben wir gesehen, es gibt die Kalkstation. Dann gibt es auch noch einen Steinbrecher, der definitiv auf die Karte mit inkludiert ist.
Wir starten als neuer Farmer und wir haben folgendes Equipment, das zu uns gehört. Und zwar ist das zum einen der Steyr 8150. Dann haben wir einen mittelgroßen Traktor und zwar den John Deere 4755. Dann haben wir einen Großtraktor und zwar ist das der Fendt Vario 942. Hervorragendes Gerät. 415 PS. Dann haben wir den Mähdrescher, den CH77 von New Holland, der auch zu uns gehört. Zudem haben wir natürlich auch das Schneidwerk, was zu uns gehört. Des Weiteren haben wir einen Pickup. Wir haben einen Anhänger, den Krabbe Halfpipe. Des Weiteren haben wir einen Pflug und zwar ist das der große Querneland PW100-12 Pflug. Mit 6 Meter Arbeitsbreite, braucht auch 360 PS. Dann haben wir bei der Seetechnik die Wetterstadt 240 PS benötigt. Das ist also diese Direktsaatmaschine hier. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen zu der Karte. Es ist schade, dass die Gebäude oder der Ortsteil hier nicht der Location angepasst worden ist. Das sieht mir sehr, sehr europäisch aus. Ich habe hier nicht das Gefühl, in Südamerika zu sein, außer natürlich die Tönung der Erde hier neben der Kirche, aber im Großen und Ganzen stimmt das für mich nicht. Die nächste neue Mod heißt RKL BGDS Primera, kommt von Agrardesign Austria, Downloadgröße 5,87 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Ballensammelgabel mit einer Kapazität für 2 Rundballen, hat ein Gewicht von 400 Kilogramm, Arbeitsbreite 3 Meter und kostet 3179 Euro. Die Warnschilder können hinzugefügt werden. Einmal Warnschilder plus hinten plus Lichter, dann Warnschilder plus hinten plus vorne plus Lichter oder nein. Damit können Rundballen bis zu Durchmesser 1,50 Meter und bis zu 1000 Kilo aufgenommen werden. Die nächste neue Mod heißt Steyr und Case 900er Series, kommt ebenfalls von Agrardesign Austria, Downloadgröße 34,96 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Kompakttraktor mit einer Leistung von 68 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 210 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 4,2 Tonnen und kostet 35.000 Euro. Die Marke kann geändert werden von Steyr zu Case oder zurück zu Steyr. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas und Trelleborg. Dann bei den Spiegeln kann gewählt werden, ob die Originalspiegel oder den Teleskopspiegel angebracht werden soll. Lichtsystem gibt es original, Halogen vorne, hinten oder das Paket. Dann LED vorne, kleines LED-Paket, mittleres LED-Paket. Großes LED-Paket und zurück zu Original. Dann kann eine Rundumleuchte links angebracht werden, ja oder nein. Bei den Anhängerkupplungen gibt es dann Hydrac Fronthydraulik, den achsgeführte Frontheber, den Hauer FS4 Fronthydraulik, den Stemplinger Fronthydraulik, das Zug mal vorne, den Frontladerschutz oder zurück. Frontladeranbau kann gewählt werden zwischen Quickie oder nein. Die Motorenausführung, dann gibt es den Sisu 968 oder den CS 68 oder den Sisu 975 oder den CS 75er mit dann 75 PS anstatt der 68. Das war's eigentlich mit den Konfigurationsmöglichkeiten für diesen Kompakttraktor. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt dieser Famed Pollock. Kommt von Game Master, Downloadgröße 5,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dies mit 3 Pflügen im Paket, einmal den Pollock 4, wiegt 432 Kilo, braucht 55 PS, hat die Arbeitsbreite von 1,5 Meter, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 8000 Euro. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Blau und Rot. Dann gibt es den F-Pollock 5, der wiegt 634 Kilo, braucht 75 PS, Arbeitsbreite 2 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 10.000 Euro. Die Farbpalette ist dieselbe wie eben gesehen. Dann gibt es noch den F-Pollock 6,
Und zwar wiegt dieser 835 Kilo, braucht 95 PS, Arbeitsbreite 2,5 Meter, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis ist bei 12.000 Euro. Auch hier gilt dieselbe Farbpalette. Wir kommen zum HW80 Holzgetreideaufbau. Dieser kommt von Red Cat 3D, Downloadgröße 30,32 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper-Anhänger mit einem Ladevolumen von 15,3 Kubikmeter, wiegt 3,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht liegt bei 10,2 Tonnen und kostet 8.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas, Bredestein, Continental BKT, Lizard und Lizard. Dann die Deichselstufe kann gewählt werden, einmal keine oder generischer Tritt oder einmal den Loma-Tritt oder keiner. Und zwar betrifft es hier dieser Tritt hier. Dann gibt es ein Trittpad, ja oder nein. Dann gibt es das Chassis-Heck mit großen Tafeln, kleine Tafeln, alte Tafeln und zurück zu den großen Tafeln. Das Holzwanddesign kann gewählt werden zwischen Holz und Siebdruck. Dann kann ein Zugmaul hinzugebaut werden, und zwar ist das dies hier von Fortschritt oder keins. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Standardpalette und betrifft natürlich den Rahmen. Die Designfarbe kann gewählt werden aus der auch erweiterten Standardpalette und betrifft den Rahmen oben. Die Abdeckungsfarbe spricht für sich, kann aus einer eingeschränkten Palette ausgewählt werden. Dann Holzdesignfarbe, das sind die Wände, die können gewählt werden aus dieser erweiterten Haupt- oder Standardpalette. Und natürlich die Felgenfarbe, das spricht für sich, das ist natürlich die Felge. Wir kommen zum John Deere 437D Verlader. Dieser kommt von Kenny 456 und JDL Logging. Downloadgröße 22,85 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Auflieger, sprich Kran, mit einer Leistung von 280 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, Arbeitsgeschwindigkeit 23 km/h, wiegt 45,1 Tonne und kostet 285.000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Paletten-Autoload-Auflieger. Dieser kommt von Adams Kong, Downloadgröße 7,83 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Auflieger mit einem Volumen von 40 Kubikmetern oder 40.000 Litern, wiegt 5,7 Tonnen und kostet 29.500 Euro. Das Design kann gewählt werden zwischen Krone, Giants Software oder Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft natürlich nur die Standardversion. Dann die Fahrgestellfarbe kann ebenfalls gewählt werden aus der Standardpalette, die Designfarbe natürlich auch und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Chrom, Grau, Weiß und Schwarz. Endlich ist er da, auf den haben viele gewartet, und zwar ist das der Lizard F100. Kommt von Farm Centro Sul, Downloadgröße 36,48 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Pickup kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 168 PS, wird manuell geschaltet, 80 Liter Tankfüllmenge für Diesel ist da, 100 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 2,5 Tonnen. Der Preis 45.000 Euro. Die Karosserie kann geändert werden vom Ballenwagen zum mit Bett, Kapazität 4000, Transport von Tieren oder zurück zum Ballenwagen. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen 4x2 Turbodiesel oder 4x4 Turbodiesel. Dann das Raddesign kann geändert werden, und zwar Design 1 und das geht dann durch bis und mit Design 4. Die Radnabenkappe kann natürlich auch geändert werden, und zwar einmal ja oder nein. Dann gibt es Scheinwerferoptionen, und zwar einmal nein, dann weiße, rote, blaue, gelbe, grüne, orange und lila, rosa oder nein. Dann gibt es noch die Unterbodenbeleuchtung und auch gibt es hier die ganzen Farben, die schon oben erwähnt worden sind. Dann ebenso Neon auf Motor, das ist genauso dieselbe Farbpalette wie schon oben genannt.
Dann gibt es die Möglichkeit, hinten Kordflügel hinzuzufügen, ja oder nein. Dann gibt es einen Frontschutz, entweder ja mit Design 1, 2 und nein. Dann gibt es das Abgassystem, das ist die Auspuffanlage, die geändert werden kann. Design 1, 2, 3 und zurück zu 1. Anhängerkupplung gibt es natürlich nein oder Zugmaul hinten. Vorsicht, das ist hier kein Zugmaul, das ist ein Kugelkopf. Dann gibt es die Möglichkeit, Deckenleuchten hinzuzufügen. Das sind also diese Blinkanlagen auf dem Dach. Dann gibt es bei der Motorenausführung die 4,5 Liter V8 oder die 5,2 Liter V8 geschmiedete Version. Die bringt dann 322 PS. Dann können natürlich noch Steigbügel hinzugebaut werden, entweder Design 1, 2 oder keine. Dann die Nabenfarbe kann gewählt werden aus dieser riesengroßen Palette. Die Hauptfarbe natürlich ebenso. Dann gibt es die Körperfarbe, die kann gewählt werden hier. Das ist natürlich dieser hintere Aufsatz. Die Käfigfarbe spricht für sich, das ist natürlich der Käfig. Dann gibt es das Karosseriedesign, das kann gewählt werden. Und zwar betrifft es diese Tierstreifen hier. Und natürlich noch die Felgenfarbe, die kann gewählt werden, wie einem beliebigen ist. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt diese große geschlossene Hallen, kommt von Sandhill Modding, Downloadgröße 24,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich im Baumenü. Unter Gebäude und Hallen, da gibt es einmal die Maschinenhalle, das ist diese hier. Dann gibt es Halle mit Hydrauliktoren, das ist die, die hier hingebaut worden ist. Und dann gibt es noch die Durchfahrhalle, die ist natürlich dann beidseitig mit Türen an versehen. Kostenpunkt zum Platzieren zwischen 58.460 Euro und 326.500 Euro. Das ist die Halle mit den Hydrauliktoren, die gehen ziemlich langsam auf, also kann man auch gleich zweiseitig diese zum Öffnen bewegen. Okay, hier ist die jetzt auf, das ist also diese Halle hier. Geräumig ist sie, auch ziemlich hell. Und man kann natürlich auch noch das Licht einschalten, wenn man den so möchte oder müsste. Und wir kommen schon zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar heißt diese Big Bag CZ, kommt von Sulexan, Downloadgröße 1,81 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar handelt es sich dabei um ein tschechisches Big Bag Pack. Und zwar kommt hier einmal der Kali Mineraldünger, Hafer, Weizen, granulierte Kalk, Schweinefutter, Streusalz und Saatgut, die damit kommen. Preis zwischen 95 Euro und 1250 Euro für die Getreidesorten. Das war es denn auch schon wieder von den Mods für heute. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne den Daumen da. Holt euch gerne das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen und auch keine anderen Videos, die auf dem Kanal veröffentlicht werden, so wie zum Beispiel das neue Let's Play und zwar auf der Krebach. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.